Ja, kein Wunder, dass er nicht zieht, Ibo. Wie soll er denn auch ziehen? Hä? Warum kommt hier Öl raus? Der ist der einzige Zylinder, der ganz wenig runtergegangen ist. Heute holen wir die Kette raus, holen den Kopf raus und dann schauen wir, wie es innen aussieht. Ups. Hast du die Kette schon gesehen, Ivo? Ja. Hammer, ne? Ja, das passiert leider. Roschgerwinis verkauft. Das ist zu schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir müssen erstmal wissen, was wir alles bestellen müssen. Bauen wir schnell unser Kopf ab und schauen nach. Ha! Das Ding ist abgefallen. Ich löse gerade den Spanner hier. Ah, ja, 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 ja. Weißt du, jetzt spannt das Ding. Aber wo warst du vorher? Da kriegt ihr den Öldruck, Ivo. Auch interessant sein später, wenn wir die neue Kette haben. Damit wir ungefähr mal sehen können, wie gelenkt der ist. Ne? Ja. So. Ja. Nocken wir, aufpassen. Die sind jetzt ab. Tun wir mal zur Seite, da gucken wir alle später nach. Jetzt holen wir die Kipphebel raus. So sehen die aus, mit Hydro sofort rausgekommen. Auch schön! Die werden wir natürlich auch alle erneuern. Ist natürlich schlecht, dass das jetzt so alles passiert ist, aber irgendwo ist es auch gut, ganz ehrlich. Ja. Jetzt haben wir, wenn wir alles retten können, haben wir echt ein schönes Auto, was nochmal locker seine 100.000 halten wird. Jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben, müsste das Ding jetzt rauskommen. Oh, Rücken. Und ja. Noch nicht leichter. Alter, das ist schwer. Ja, was ich aber schön finde, Ivo, dass der nichts kaputt gegangen ist an Kolben und so. Ja, das ist jetzt natürlich immer ein bisschen Spiel. Ja, Kreuzschliff geht. Oh, wir haben auch keine Kanten oder so. Das ist doch schön. Wie sieht die Kopfdichtung? Denn die Kopfdichtung haben wir mitgenommen. Sehr schön. Jetzt können wir den noch ein bisschen drehen. So, den gucken wir uns später an, aber man sieht natürlich die Aufschläge. Ah, wobei, also wild war es nicht anscheinend. Hier, da ist er überhaupt aufgeknallt. Ha? Komm, guck uns den Kopf an. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Da. Mal ganz ehrlich, sind die Kolben überhaupt drauf gehauen? Hier. Also ganz komisch. Was haben wir denn gesehen? Dann schätze ich mal doch, dass die Steuerkette sich so gelenkt hat, dass er nicht mehr angesprungen ist. Boah, überhaupt kein Kreuzschliff mehr dran, ne? Wie sehen die aus? Ja, leichtes Spiel, aber auch nicht so extrem. Sehr schön. Ja, das gefällt mir ja. Also ganz ehrlich, ich sehe da nichts, wo er drauf geknallt sein kann, ne? Weil wenn er hier drauf knallt, Ivo, ja,
dann müssten wir hier auch was haben. Das sind ja die Auslassventile, das sind die Einlassventile. Du müsstest doch richtige Spuren haben, du siehst da gar nichts. Dann haben wir uns einfach nur täuschen lassen. Ey, das ist ja Hammer. Kann das sein, dass sie eine falsche Diagnose gemacht haben? Nach der Kette. Die größte Schwachstelle ist ja diese Kolbenringe, diese Ölabschleifringe. Und wenn wir den schon so weit haben, dann machen wir das neu. Weil die haben ja noch ein Problem, dass die Kolben hier gerne abbrechen. Ne? Weil die halt nicht so stark gekühlt werden. Guck mal, der hier ist schon ein bisschen weniger geworden. Der hat auch noch. Wir haben ja alle vier Kanäle einzeln geschaut. Ja. Und da habe ich ja eigentlich gesagt, okay, der hat gar nicht aufgeschlagen. Aber später, wo wir dann die Ventile von oben geschaut haben, ja, dann dachte ich, okay, ich habe das gesehen, der ist doch aufgeschlagen. Aber anscheinend nicht. Ne? Es kann ja auch täuschen, er kann ja berührt haben. Wir sehen nichts, aber es kann sein, dass die alle gleich so krumm wie der Turm von Pisa ist. Ne? Turbolader ist auch sehr interessant. Wow! Turbolader ist so fest. Ja, kein Wunder, dass er nicht zieht, Ivo. Wie soll er da auch ziehen? Gucken, ob wir den gängig kriegen. Oh, okay. Aber du siehst, ne? Ne. Sehr schwergängig. Sehr schwergängig. Boah, der ist voll am Kratzen. Also am besten auch neue Turbolader, oder? Ja, der ist richtig ausgeschlagen. Der ist tot. Diese Wärme, was ihr im Wasserschläuchen habt, kommt hier rein. Unsere Ladeluft kommt hier durch. Das Ding wird sauheiß, wenn wir schon hier 80, 90, 100 Grad haben. Dass die Ansaugtemperaturen sehr gering sind bei dem, kann ich mir nicht vorstellen. Kommt auch noch Öl raus, sehr schön. Das kam aber nicht von da, das kommt von hier. Ja, warum kommt hier Öl raus? Der ist für den Bremskraftverstärker. Das ist auch unter Druck für die Kurbelwellenentlüftung. Hä? Wo kommt das ganze Öl her? Alter, das kommt von Kurbelwellenentlüftung. Ich baue jetzt den Ladeluftkühler aus. Dann zeige ich euch mal, wie der aussieht. Bei diesem Ladeluftkühler ist auch was sehr, sehr Wichtiges drin. Ne? Was denn? Lass es sehen. Nee, also wenn da jetzt Öl drin ist, dann muss ja in diesem Ladeluftkühler auch viel Öl sein. Der kann doch nicht so viel Öl ziehen. Ja, aber es kann auch sein. Turbo kaputt. So. Ja, hier ist alles Öl. Guck dir das an, Ivo. Hier drin ist alles Öl. Das ist Wahnsinn. Ja, ist doch klar, dass die Kolben da verbrennen bei dem, ey. Aber warum hat der dann so viel Öl gezogen? An der Ansaugung hatten wir da Öl gehabt? Hast du das geguckt? Hier ist auch Öl, aber nicht so viel. Ne? Das ist ja alles normal hier. Hier, ne, hier ist alles normal. Das kommt definitiv von der Kurbelwellenentlüftung. Guck mal hier, wie viel Öl da drin war. Wahnsinn. Die Kurbelwellenentlüftung ist ja hier drin. Da ist die Kurbelwellenentlüftung. Und der hat das ganze Öl schön rausgehauen. Die müssen wir auch erneuern. Ganz wichtig. Aber das finde ich gut, ne? 1,4er. Ohne Turbo kann man noch fahren. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Aber ist schon wahnsinnig viel Leiste. Das sieht immer wenig aus, ist es aber nicht. Das muss alles sauber gemacht werden hier. Hier, guck mal, dieser Plastik ist sehr, sehr wichtig. Wenn du das ohne den Plastik hier einbaust, Ivo, was passiert? Der kann wackeln und alles kaputt machen drin. Nur dieses Plastik? Ja, nur dieses Plastik. Oh, krass. Und das Krasse ist, das hast du gar nicht gesehen, ne? Nein. Ja. Und jetzt siehst du, Kurbelwellenentlüftung kaputt. Okay, Turbo ist auch kaputt gewesen, deswegen hat er auch viel mehr Öl gezogen. Ah, das wird teuer. Guck mal, Ahmed Ham ist da und der kann sich das gleich nochmal anschauen und dann kann er das auch mal sagen. Aber guck dir das mal jetzt genau. Ja, die sind dicht seit einer Stunde. Dann brauchst du ja keine neue Ventile zu machen. Hättest du ja nur auf OTI stellen, dann hätte normalerweise laufen müssen. Ja. Aber ich habe das mit Endoskop, dachte ich. Ja, dass die krumm sind. Ja, weil ich die hier erstmal gesehen habe und dann. Hast du die Kolben nachgeguckt? Ja.
Aber siehst du, dass er irgendwo aufgeschlagen ist? Der ist der einzige Zylinder, der ganz wenig runtergegangen ist. Zanke, haben die hier aufgeschlagen, Jungs? Ja, denke ich auch, aber ist nicht. Guck mal, der andere ist ja bis dahin. Müssten die beschädigt sein, wenn die aufgeschlagen hätten? Ja, die wären da jetzt eigentlich voll... Scheindurch. Wie sollen wir denn da nicht sofort auf OT gemacht? Also durch Endoskop dachte ich, die sind aufgeschlagen. Ist aber nicht. Ist aber nicht. Gott sei Dank. Hier, der haben wir ein bisschen. Wir haben alle. Da. So, jetzt eine Stunde high werden. Also muss es jetzt so lange drin bleiben? So, so jetzt, aber du siehst ja auch keinen Aufschlag, ne? Mhm. Hat er einen Freilauf, kann das sein? Nein, der hat keinen Freilauf. Aber Racke. Was? Ich will nur aufschlagen, ich hab mich. Siehst du? Aber wenn die aufgeschlagen die wären... Die haben aufgeschlagen, das siehst du. Die sind aufgeschlagen? Mhm. Also müssten die Ventile aber krumm sein dann, ne? Weiß ich nicht. Wo sieht man denn, dass die aufgeschlagen haben? Weil das ja Silber ist. Weil das blank ist dann. Ja, das habe ich ja auch gesehen. Deswegen habe ich ja gesagt, die sind aufgeschlagen. Die sind aufgeschlagen. Aber ich sehe da ja nicht viel, ne? Schilder, Einlassler sind aufgeschlagen. Auslass nicht. Hm. Auslass sehe ich gar nichts. Aber die Einlässe, die sind aufgeschlagen. Also da würde ich neue machen, ja. Nein, Leute, wir haben es jetzt ab. Der kriegt jetzt neue Kolbenringe oder vielleicht sogar neue Kolben. Das ist safe. Weil der hat ja sowieso schon Probleme damit. Und dann macht er komplett neue Kolben, noch ein komplett neues Set und das war's. Ja, ich brauche da neue Kolben. Also die Ventile kommen auch neu? Ventile kommen auch neu. Als einmal abhast du... Ja, denke ich auch. Ne? Und mach hier diesen... Ölkühler? Ölkühler kommt auch neu. Ja. Ich würde die neu machen oder wenigstens neu abdichten. Nein, alles kommt neu. Also Ölkühler kommt neu, Wasserpumpe kommt neu. Hier. Unsere zwei Thermostate, den habe ich so kaputt gemacht leider, der kommt neu. Du hast den kaputt gemacht? Ich habe den kaputt gemacht, beim Rausholen? Ja, der war noch dran hinten. Oh je. Habe ich nicht gesehen. Ne? Den Schlauch hier, ne? Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ja, dieser Schlauch kommt neu. Also die ganzen Sachen, die kommen natürlich neu. Das ist klar. Aber die Kolben scheinen dicht zu sein. Es ist überhaupt ein Wunder, dass die Abgase da rausgekommen sind. Ja. Also Glück und Unglück, aber das hätten wir ja sowieso gefunden, weil klar, der hat ja gar nicht gezogen. Also ein bisschen hat er gezogen gehabt, ne? Aber nicht viel. Ich glaube, wenn er richtig warm wurde, hat er sich noch mal ein bisschen ausgedehnt, das Ganze, und dann hat er ein bisschen gezogen. Hast du viel zu tun, Heinz? Ja, sehr viel zu tun. Wenn du alles neu machst, dann hast du nur Kilometer. Schleifen brauchst du nicht. Nee, der geht zum Motorenbauer. Ja, der macht die Ventile und so alle rein. Wem denn? GP Motors. Erster und dritte Zylinder, wie man sieht. Sind die schon leer? Es kann ja auch ganz möglich sein. Guck mal, hier haben wir ein bisschen Spiel. Aber hier nicht, ne? Guck mal, der ist noch voll und der ist noch voll. Die sind dicht. Die sind dicht. Ja. Du wechselst ja eh alles. Oder? Genau. Also wir haben auch keinen Kreuzschliff, ne? Was hast du nicht? Kreuzschliff. Aber wir haben auch keine Kanten, das ist gut. Weil der Kolben geht ja nicht ganz hoch. Du siehst das ja schön, die Spur hier. Kolben geht nur bis hierhin und das ist dann halt die Fläche, was gar nicht abträgt. Ne? Mhm. Da siehst du das ja, diese schöne Stelle. Aber dann hast du hier einen Kreuzschliff, Eidosch. Weißt du, was Kreuzschliff ist? Eine Schleifart, was genau. Einen gewissen Muster hat wahrscheinlich. Genau, du hast einen Kreuzschliff. Das ist erstens sehr gut für das Öl. Der hält das Öl auf und plus der schleift die Ringe ein. Sehr gut für die Kompression. Da zeige ich auch, wie ich das selber dann mache später. Also wir haben so eine Halterung jetzt unten. Ne? Du siehst das Blaue hier. Hm. Das ist so eine Halterung, da packst du unten dran am Getriebe. Okay. Und dann hält das so. Echt jetzt? Ja. Das ist Wahnsinn. Dann hält den Motor. Ja. Die Liste ist so lang. Dann so mach doch mal eine Liste, das wollen wir doch genau wissen. Wir müssen erstmal den Kopf abbauen. Hm. Erstmal die Ventile anschauen. Und dann, und dann müssen wir schon mal die Ventile bestellen. Dann können wir die ja schon Die sind alle lieferbar, alles super. Ja. Ne, dann müssen wir schauen, dass wir erstmal schnell den Kopf fertig kriegen, weil der Kopf wird definitiv zum Motorbauer gehen. Unten blockt nicht. Wir werden natürlich mit einem Haarlineal das Ganze einmal messen. Der wird einmal geplant. Wirst du sehen. Okay. Scheint schon aufgeknallt ist, aber man sieht es nicht richtig. Aber wir werden es auf jeden Fall spätestens sehen, wenn wir die Ventile abbauen. Das heißt, sind die dann nicht mehr gerade, wenn man die irgendwo hinstellt? Die müssen Nein, eigentlich ganz gerade sein. Ja? Okay. Wenn die ein bisschen krumm sind, das werden wir sehen. Das wirst du auch erkennen. Also ich sag dir, der hat jetzt 180.000 gelaufen. Machen wir den jetzt einmal fresh, der wird nochmal seine 180 laufen. Locker.
Muss er, das muss er. Ne? Ey, wir müssen reinhauen. Ich habe so viele Sachen, was wir noch einbauen. Wenn ihr mal wüsstet. So. Du brauchst ja ein Winterauto. Ja, brauche ich ja. Aber in meinem Winterauto müssen ein paar Sachen sein. Beim nächsten Mal gehen wir kurz nach TEPCO, holen die ganzen Werkzeuge ab, was wir brauchen. Mhm. Und dann Ventile ausbauen. Da bin ich gespannt. So, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch rein. Ciao. Also, danke schön. Bitte.